Ein herzliches Hallo und willkommen zu einem weiteren Stream von mir, dem Bastian. Wir spielen heute eine Runde Fallout 4. Ist das Zu erste Mal einem weiteren Stream von mir. Erste Mal Fallout 4. Sorry, dass da gerade mein Stream nochmal im Hintergrund lief. Erste Mal Fallout und ja, ich bin mal gespannt, wie es so wird. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Ja, wow, das war auf jeden Fall mal ein Video, was mir auf jeden Fall eine Gänsehaut beschert hat. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Respekt. Also, die Grafik sieht ja mal schon mal nicht schlecht aus. Schön alt. Oh, was könnten wir denn da mal nehmen als Gesicht? Ich glaube, wir nehmen das erste. Hahaha, ist ja cool. Okay, dann L, Maus. Ah, Gesicht bewegen, okay. Ah, guck mal nach unten, guck mal nach oben. Nett, okay. Das nehmen wir so. So eine süße Nase. Ja, so eine süße Nase. Aber hier. Auf. Schatz, findest du meine Nase zu groß? Lippen. Ah, ist okay. Alles gut, alles gut. Wirklich. Sean hat dein Lächeln.
Ja, wunderbar. Nicht schlecht. So, was nehmen wir? Hohe Stirn, tiefe Stirn, hohe Stirn. Ja, so eine Mitte. Yes. Oh, ziemlich kräftig. Finde ich auf jeden Fall cool, wie, was man da so Schönes machen kann. Ohren kann ich auch machen. Ich finde, das sieht ziemlich gut aus. So, jetzt gucken wir mal hier. War weiß, gebleicht, grau, stahlgrau. Goldblond, dunkelblond, was sagt er so? Meine Haarfarbe? Blond, platinblond. Und so dunkelblond, ne? Dunkelblond. Schöne Frisur. So. Dann T wie Typ. War cool. Ah, strukturiert ernst. Ah, okay, da bin ich nicht jetzt schlecht. Gerade Anna. Nicht schlecht. Da dran. Jetzt gucken wir hier nochmal T, S. Special Forces. Professor. Gucken wir nochmal. Bootcamp. Nö. Halbglatze. Nö. Nein. Midlife Crisis. Nein. Hombre. Hombre. Nein. Selbstgemacht. Nö. Überkämpffrisur. Nein. 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 Das ist mir alles viel zu viel Glatze. Adrett. Adrett gefällt mir. Vollzeitjob. Rebell. Oh, hier hat Rebell. Zottel. Ne. Muddel. Ne. Weg. Nö. Schweinslocke. Nö. Alpha-Männchen. Nö. Nö. Haarknoten. Haarknoten. So. Ronin. Achso, Ronin. Nein. Lang. Nein. So, wir nehmen Adrett. Hab mich entschieden. Hey, warst du gestern beim Friseur? Fällt mir eigentlich ganz. Obwohl, warte mal. Nochmal Vollzeitjob. Die neue Frisur steht mir wirklich gut. Eva, S. Der schmales Kinn. Mein schöner Mann. Auch okay. Ja! Das ist doch, in Ordnung. Extras. Schaden. Habe ich noch Schaden irgendwo? Nah, Bruder? Richtig schön frisch. Ja, irgendwo Makel. Nein, das lassen wir so. Jetzt bin ich dran, Großer. Ach nein. Man lass mich mal kurz daran. Mädchen spielen. Nett. Wir wollen uns mal den Körper angucken. Ja. Charakter bestätigen. Aber sicher doch. Coole Sache. Ja, die Hose ist zwar jetzt nicht so schmeichelnd, aber okay. Danke. War ganz nette Musik, aber...
Ach, gucke mal, der kleine Sean. Sehr süß. Ah, guten Morgen, Sir. Guten Morgen. Ihr Kaffee. 78,6 Grad Celsius. Perfekt gebrüht. Und die neue Zeitung. Gerade reingekommen. Grognack, der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Meine Lieblingsausgabe. Aha. Ein Comic-Kenner. Mhm. Hey, Cotsworth. Genießen Sie Ihren Kaffee, Sir. Ah, das klingt nach einem Stinker. Ich sehe mal nach dem kleinen Sean. Danke, ich hatte am Anfang meine Zweifel, aber Cotsworth kommt wirklich super mit. Immer nur das gleiche Zeug. Schatz. Nervös? Musst du nicht sein. Deine Rede wird ihnen gefallen. Meine Rede? Zuckerbomben enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge. Oh, die Milch wurde geliefert. Aha, okay. Mhm. Ah. Nuka-Cola! Eiskalt. Saddle Up Salisbury Steak. Ausgezeichnete Qualität. Sehr schön. Wo muss ich denn jetzt hin? Kannst du aufmachen? Ah. Wahrscheinlich der... Guten Morgen, ich komme von Vault-Tec. Vault-Tec? Vault-Tec? Was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Sir, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so. Vault-Tec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker. Kurz Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Aber und glauben sicher. Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Was ist denn so wichtig? Es geht um nichts weniger als um Ihre Zukunft. Es ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen. Nein. Aber dieses Land ist gerade dabei, vor die Hunde zu gehen. Nein! Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, aber der große Knall ist, unvermeidlich, fürchte ich. Und er kommt früher, als Sie vielleicht denken, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Ja, bitte. Zeit ist ja heutzutage, Geld. Äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Da ist aber Platz für die ganze Familie, oder? Aber sicher, aber sicher. Abgesehen von Ihrem Roboter natürlich. Genau genommen haben Sie bereits Zugang. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen. Mhm. Es soll ja reibungslos laufen im Falle einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Es wird nicht lange dauern. Hm. Das Ende der Welt? Na endlich! Das ist die richtige Einstellung. Nun, also dann. So. Ich habe 21 Punkte zur Verfügung. Gut, wir gehen mal durch. Stärke. Stärke repräsentiert deine reine physische Kraft. Der Wert bestimmt, wie viel du tragen kannst und wie viel Schaden deine Nahkampfangriffe verursachen. Ja, machen wir mal zwei. Wahrnehmung. Wahrnehmung ist das Bewusstsein für deine Umgebung und dein sechster Sinn. Sie bestimmt die Kampfpräzision im VATS. Machen wir auch nochmal ein. Ausdauer. Ausdauer steht für deine physische Fitness. Der Wert bestimmt deine Gesundheit und wie stark das Sprinten deine Aktionspunkte verbraucht. Ich doch gerne vier nehmen.
Charisma. Charisma ist eine Fähigkeit, andere zu überzeugen und zu verführen. Es bestimmt deine Überredungskünste und verbessert Preise beim Handeln. Ja. Auch mal 3 Punkte. Intelligenz. Intelligenz beschreibt deine geistige Fähigkeit. Der Wert bestimmt, wie viele Erfahrungspunkte du erhältst. Auch mal 3. Beweglichkeit. Repräsentiert deine Reaktionszeit und dein Geschick. Der Wert bestimmt, wie viele Aktionspunkte du hast und wie gut du schleichen kannst. Mach ich auch mal 3. Glück. Glück zeigt, wie gut es das Schicksal mit dir meint. Der Wert bestimmt deine Aufladrate für kritische Treffer und die Qualität gefundener Gegenstände. Wir machen auf jeden Fall überall mal... Jetzt fast gesagt, überall 4, wa? Einen Namen. Granat. Erzähl was über dich. Votek muss wissen, welche Art von Bürger du bist, um deine Zufriedenheit zu sorgen. Ich finde ja alles so ein bisschen wichtig, ne? Wir sagen. Ja, komm. Wunderbar, das war alles. Ich bring das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Sir, Sean ist gewickelt, aber er will sich nicht beruhigen. Ich glaube, er braucht diese väterliche Zuwendung, die sich so gut beherrscht. Ah, okay. Du hast kurz was gehört. Los. Wie geht es den wichtigsten Männern in meinem Leben? Dreh das Mobile ein bisschen. Das mag er. Hey, wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Ja, gute Idee. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cordsworth, was ist los? Gefolgt von... Ja, gefolgt von Blitzen. Grellen Blitzen. Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Was? Der Kontakt zu unserem Partnersender scheint abgebrochen zu sein. Oh. Wir haben... Es kommen bestätigte Berichte, ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott! Please, wir müssen zum Vault! Sofort! Ich hab schon! Gehen wir! Einwohner von Sanctuary Hills, wenn Sie registriert sind, begeben Sie sich sofort zum Vault 111. Wir fahren zur Küste! Alles gut. Lass die Taschen liegen, ist doch egal. Genau, lass die Taschen liegen. Schneller, schneller. Lauf hin, lauf hin. Lauf hin, lauf hin. Mordbewohner, bitte am Turm. Das ist absurd. Ich bin auf der Liste. Sie kommen nicht rein. Sie können mich nicht aufhalten. Ich schieße. Okay. Oh Gott! Im Programm, oh Gott. Dann treten Sie vor! Wenn nicht, gehen Sie nach... Wir müssen rein! Wir stehen auf der Liste! Kind, männlicher Erwachsener, weiblicher Erwachsener... Okay, danke. Viel Glück, Ma'am. Sie beide, folgen Sie mir! Was wird aus all den Leuten vor wir dem Tor? Wir tun, was wir können! Gehen Sie jetzt bitte weiter! Treten Sie bitte auf die Plattform!
In die Mitte! Ja, aber sicher doch! Bin schon dabei, bin schon dabei! Weiter dabei! Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Euch beide. Wir lieben dich auch. Oh mein Gott! Festhalten! Geht das nicht schneller? Oh Gott, Gott, Gott! Hat ja ordentlich Bums gemacht da, wa? Respekt. Gutes Spiel, finde ich gut. Geschafft. Wir haben es geschafft. Alles wird gut. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Vault 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Also gehen wir. Ja, die Treppe hinauf. Bitte. Ich glaub's nicht. Männlich. Vault 111. Welcome home. Männlich. 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 Hier entlang. Hier entlang, bitte. Einfach alles okay, hier entlang. Weiblich, mein Kind. Etwas hoch. Aber okay. Gehen Sie zum Tisch, nehmen Sie sich einen Anzug. Treten Sie an den Tisch heran. Willkommen. Danke. Nehmen Sie sich dort einen Anzug. Und was jetzt? Folgen Sie dem Arzt, hier entlang. Er zeigt Ihnen, wo es hingeht. Also, Sie drei, folgen Sie mir. Siehst du? Es ist den Gang dorthin. Es ist unser neues Zuhause. Hier wird es Ihnen gefallen. Eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch großartig. Bitte, gehen Sie dort durch den Gang. Es ist fort. Unser Zuhause. Sir? Alles, was wir hatten. Meine Eltern sind unten in DC. Wie lange werden wir wohl hier unten sein? Das gehen wir bei der Einweisung durch. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Aber Vault-Tec wird stets für Sie da sein. Passt prima, oder? Der ich streiche alle die von der Liste, die hier reinkommen. Dass er nicht nur bequem ist, sondern auch gut aussieht. Bereit für die Zukunft, oder? Entschuldigung. Hier entlang, bitte. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Alles wird gut. Papa ist doch da. Siehst du? Schatz, hilfst du mir mal? Wer ist mein kleiner Held? Ich gehe nicht weit weg. Ich bin gleich da drüben. Da ist er, siehst du? Papa ist ganz in der Nähe. Hey, okay. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Gehen Sie einfach rein. Ja, und wo rein? Ah, hier. Folgt eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen. Zeit für ein ganz neues Leben. Bewohner sicher. Lebenszeichen normal. Vorgang abgeschlossen. In 5, 4, 3. Ah ja, mhm. Kommt mir jetzt eher so vor wie so eine Kryomaschine. So ein bisschen. Oder? Darf er das? Manuelle Steuerung beendet. Das ist sie. Da. Mach sie auf. Das ist vorbei. Fast. Alles wird gut.
Jungen los. Ich sage Ihnen das nur einmal. Sie kriegen mein Sonic! Was gibt's doch nicht? Hat wirklich meine Frau erschossen. Das Gesetz merke ich mir. Zeitreisen für Anfänger. Komm schon! Das muss doch irgendwie aufgehen! Komm schon, komm schon, komm schon! Oh Gott! Ich finde den, der das getan hat. Und dann hole ich schon zurück. Versprochen. Oh Gott! Warum sollte Vault-Tec das tun? Doch nicht sein, dass nur noch ich übrig bin. Hallo? Ist da wer? Aha. Riesenkakerlaken? Was zum Teufel? Aha. Aha, aha, okay. Ah, Tab verlassen. Okay, 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 okay. So eine Sau. Gut, dann halt nochmal eine Runde. Oh! Bin zu früh gesprungen. Ach, verdammt. Okay, nochmal. Get ready. Oh. Okay.
Verdammt! Das war aber auch verdammt schwer. Oh, das gibt's ja wohl nicht. Und schon wieder verloren. Okay, alle guten Dinge sind drei. Einmal noch. Oh, nö. Was ist das denn? Jetzt nochmal. So, und jetzt nochmal springen. Aha. Und neues Level. Oh nein! Bin ich so gut durchgekommen. Oh nein! So, jetzt habe ich aber auch keine Lust mehr. Tap. Yes. Nein. Okay, jetzt geht's weiter. Wo müssen wir denn hin? Wo sind alle? Ah, eine Pistole. Ist das alles, was noch übrig ist? Noch eine Pistole. So. Ned. Dich hole ich mir später. Entsperren, Meister. Haben wir den hier im Schrank? Ah, okay. Oder? Noch eine Kommode. Wie viel Kondition habe ich denn? Ah, 106, okay. Ja, dich hole ich mir wirklich später. Terminal irgendwo. Terminal? Evakuierungstunnel. Folgen Sie Volt 111, verlassen dann. Okay.
liegt hier doch noch was. Nein. Hätte ich doch nur eine Haarklammer. Keine Haarklammer. Oh, aha, okay. Denn überhaupt noch wer? Hat es jemand nach draußen geschafft? Alle sind tot. Ein Pip-Boy! Okay. Nein, wie geil. Aber hier einfach auf die Gegenstände. So. Ich habe doch gerade eine Haarklammer gefunden. Müsste doch jetzt rein theoretisch auch hier irgendwo an diese super geile Waffe kommen. Da ist. Die bekomme ich so nicht auf. Das ist zu schwer. Da müssen wir jetzt mal gucken. Also da vorne müssen wir hin. Schauen wir doch. Engaged.
Name oder Special-Attribute ändern. Jetzt habe ich nochmal die Möglichkeit dazu. Nö, wir nehmen das so. Aussehen verändern, ne, brauchen wir auch nicht. Wir sind fertig, wir verlassen uns den Vault. Viel Spaß bei Ihrer Rückkehr zur Oberfläche. Und danke, dass Sie sich für Vault Tech entschieden haben. Aber gerne doch. Ja. Das war jetzt so der Anfang. Ich würde sagen, reicht für heute erstmal. Ja. Level 1 habe ich ja noch nicht ganz abgeschlossen. Die Oberfläche ist ziemlich hell. Und erkunden tun wir die, denke ich mal, morgen. Krieg bleibt immer gleich. Wow. Sieht mega abgeranzt aus, die Welt. Alla falla. Bewegen uns mal so ein bisschen. Ja, Vögel gibt's noch. Kakerlaken auch. Die überleben uns echt einfach alle. Sieht auf jeden Fall mega interessant aus. Ja. Was nach so einer Atomexplosion nicht alles passieren kann, ne? Karte. Geh nach Hause. Karte ist auch nicht gerade klein. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall. Wird sehr interessant. Wir speichern nochmal auf einem neuen Speicherstand. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Dann gucken wir mal, was wir so alles Schönes finden. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Abend oder eine gute Nacht. Schaltet morgen wieder ein. Bis denn.